und die Kraft hervorragender Bildungsergebnisse, die ihre Schülerinnen und Schüler immer wieder benachteiligt werden. Nur in Sachsen sind die Lehrer in der Ausbildung in einseitigen Arbeitgeberrichtlinien gefangen. Nur hier sind sie wirklich Lehrer zweiter Klasse. Kolleginnen und Kollegen, die ihr vor 1989 studiert habt, die Bewährungsfeststellung laut Einigungsvertrag versagt, die bis 1996 hätte erteilt werden können. Die laut Minister, das Fazit ist, dass die laut Ministerpräsidentin besten Lehrer Deutschlands auf die bis heute am meisten benachteiligten Lehrerinnen und Lehrer Deutschlands sind. Vor allem deshalb, wiederholte Male hier auf diesem Platz, direkt gegenüber diesem Haus, wo der Kultusminister zwar direkt über dem Finanzminister residiert, sich aber dessen Finanzdiktat völlig untergeordnet hat. Ich jedenfalls habe von keinem sächsischen Kultusminister in keiner Tarifrunde gehört, dass er sich hinter seine Lehrerinnen und Lehrer gestellt hat und damit seiner Verantwortung gegenüber seinen Beschäftigten nachgekommen ist. Aber immer hat er die Gewerkschaften an ihre Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern gemahnt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hat mich zufällig seit 2006 ihr tarifpolitisches Engagement unter das Motto Bildung ist mehr wert gestellt. Und für uns heißt das vor allem, die Arbeit der Beschäftigten im Bildungsbereich ist mehr wert. Denn Bildung wird nun einmal von Menschen gemacht und das wird sich zum Glück auch nicht ändern. Ganz im Gegenteil. Menschen brauchen, die Kinder und Jugendliche bilden, sie fördern und fordern und sie auf ihrem Lebensweg begleiten und alle ihre Talente und Begabungen erschließen. Wir werden also mehr junge Menschen begeistern müssen für den Lehrerberuf. Und älteren Lehrerinnen und Lehrern wollen wir die Chance geben, gesund und mit Würde sich von ihren Schülerinnen und Schülern zu verabschieden und den Staffelstab an den Lehrernachwuchs zu übergeben. Deshalb wollen wir die jungen Menschen motivieren und nicht abschrecken. Beste Arbeitsbedingungen sind sowohl in Schulen wie auch im Hochschulbereich immer noch die beste Nachwuchsförderung. Und ein anspruchsvoller Beruf, für den eine akademische Ausbildung und auch noch ein Vorbereitungsdienst notwendig sind, muss auch entsprechend vergütet werden. Nicht, indem man die Lehrerausbildung so lange reformiert, bis ihre Absolventen nur noch in Sachsen einsetzbar sind. Wenn die sächsische Staatsregierung das nicht endlich begreift, wird sie nicht nur die besten Absolventen des Lehramtsstudiums verlieren, sondern sehr bald auch schon ihre viel gepriesene Spitzenposition im föderalen Wettbewerb um beste Bildungsergebnisse. Die Konsequenz werden die Arbeitgeber in allen Branchen zu spüren bekommen, die jetzt schon händeringend nach Fachkräften suchen, die dann nötigen Reparaturprogramme
werden dem Freistaat Sachsen so teuer zu stehen kommen, dass er auch noch seine Spitzenstellung als Haushaltsprimus verlieren wird. Die Problematik Abtreibigkeit der Arbeitgeberseite, nun die männliche Sichtweise. Als nächster Redner spricht Jens Leichel vom SFV. Und des Sächsischen Lehrerverbandes möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die heute hier in Sachsen für den bundesweit größten Warnstreik in diesem Tarifkonflikt gesorgt haben. Ein ganz großes Kompliment an euch! Und das am Faschingsdienstag. Was wäre wohl letzten Dienstag oder Mittwoch gewesen, wenn die Kompetenztests geschrieben worden? Ich freue mich, dass die Lehrer hier nicht allein stehen. Sie stehen auch mit anderen Fachgewerkschaften, die andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes vertreten. Ich begrüße unsere Freunde der GDS, der DSDG, von Verdi und wie sie alle heißen. Herzlich willkommen! Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass ich heute auch allen Lehrerinnen und natürlich auch den Frauen aus den anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes herzlich zum Frauentag gratulieren kann. Herzlichen Glückwunsch! Als vor 2 Jahren auf diesem Platz zweimal über 10.000 Lehrerinnen und Lehrer gestanden haben einige Politiker gedacht, das hängt mit dem Frust der Zwangsteilzeit zusammen. Sie haben sich mächtig getäuscht. Denn unsere Lehrerinnen und Lehrer kämpfen weiter. Sie kämpfen dafür, dass 20 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung endlich Spitzenleistungen anerkannt werden. Und das nicht nur mit Worten. Es ist ein Stück Gerechtigkeit, nicht mehr und nicht weniger, was wir hier einfordern. Als ich vor 1,5 Wochen aus Potsdam zurückgekommen bin, war ich der Überbringer schlechter Nachrichten. Und die Verhandlungen waren gewiss nicht vergnügungssteuerpflichtig.